Ja und hallo, willkommen hier zurück bei Blade and Soul. Ja, in der letzten Folge konnten wir der Priesterin, der verzweifelten Priesterin helfen. Als nächstes hatte sie uns hingeschickt hier oben. Kapitel 7 spricht mit Yihai beim Bollwerk der Erdseher. Aber wir haben uns gesagt, ja, wir machen erstmal hier oben, noch in der Einsiedelei der Erdseher, werden wir mal die ganzen Nebenquests abarbeiten. 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Und da die beiden hier schon so lange warten, werden wir mal zu dem mal gehen. Erstmal zu Unzulan. Meine Güte, er hat eine ungewöhnliche Aura. Ja, vielleicht kann er uns dabei helfen, die Tote zu ehren. Diese eine? Und vor was ist die Rede? Der Krieger mit dem dunklen Schimmer. Ja, er kann zur geheiligten Höhle reisen und das Ritual zelebrieren. Vielleicht weiß es der Krieger nicht. Das Unterholz ist ein besonderer Ort, sehr selten. Ein Ort, an dem sich das Geisterreich und das irdische Reich überschneiden. An solchen Orten können die Erdseher mit den Geistern der anderen Welt kommunizieren. Doch nun ist es für diese eine zu gefährlich. Im Unterholz wimmelt es nur so vor wütenden Geistern. Er könnte den Altar der Schamanen erreichen und diese Opfergabe verbrennen. Diese eine muss gehen und die Geister an diesem Ort besänftigen. Wer ist denn diese eine? Das ist eine Novizin der Erzieher. Jetzt haben wir gerade keine Ahnung. Wir gehen mal wieder. Die Eiche und das Schwein. Ich habe eure Ankunft vorhergesehen. Ich habe eine Aufgabe für euch, wenn ihr sie annehmt. Was für eine Aufgabe? Obwohl die Verderbtheit diesen Wald einnimmt, so ist es doch wichtig, dass wir unsere Verehrung der Geister nicht vernachlässigen. In der Nähe steht die heilige Eiche, einst ein Schrein des Hatari, des Erdgottes. Der große Baum ist die der Verderbtheit zum Opfer gefallen. Wir haben alles versucht, um ihn zu reinigen, jedoch vergebens. Bitte sucht den Schrein auf und zollt eurem Respekt. Eine Vision zeigt mir, dass ihr derjenige seid, der das tun muss. Okay, also wir müssen erstmal die Eiche reparieren. Und wir müssen den Altar entzünden. Okay, was haben wir noch hier hinten? Da haben wir hier noch eine Wache. Habt ihr jemals Kameraden im Dienst verloren? Das habe ich. Dann versteht ihr sicherlich mein Leid. Mehrere meiner Kameraden wurden entsendet, um einen Aufruhr am Bollwerk der Erdseher zu untersuchen. Kurz darauf begannen die Schreie. Schreckliche, unerträgliche, herzzerreißende Schreie. Es war schon ein Höllenqual, sie zu hören. Daher rannte ich, um zu helfen. Als ich den Ort erreichte, wandten sich meine Kameraden bereits auf den Boden, umgeben von einem dunklen Dunst. Ich versuchte ihnen zu helfen, doch der Nebel, er brannte. Einige Jahre später, als sich die Finsternis verzogen hatte, sah ich meine Kameraden auf der Straße zum Bollwerk. Ich versuchte, sie einzuholen, doch sie griffen mich an. Wer auch immer sie zuvor waren, in diesen seelenlosen Höhlen war nichts mehr davon übrig. Aus diesem Grund habe ich entschieden, sie zu erlösen, um ihnen zu helfen, in Ehre und Würde zu sterben. Aber sie sehen noch immer wie meine Freunde aus. Bitte, ich habe nicht den Mut, um mich ihnen zu stellen. Würdet ihr das für mich tun? Sobald die Aufgabe erledigt ist, sprecht mit dem Erdseher-Ritualisten Ji Chang-ho. Er wird sich darum kümmern, dass die sterblichen Überreste angemessen behandelt werden. Ein paar verlorene Soldaten, denen werden wir den letzten Respekt zollen. Wen haben wir denn hier? Blumen, sagt ihr. Blumen? Was für Blumen? Krieger, vielen Dank, dass ihr stehen geblieben seid. Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Nun eigentlich viel Hilfe. Bitte, ich möchte nicht sterben. Was ist los? Ich bin ein Kräuterkundler und ich soll einige Wildkräuter an das Bollwerk liefern. Und nun, ich bin normalerweise ziemlich mutig, hat zumindest meine Mutter immer gesagt. Aber was wollt ihr damit sagen?
es sind die Monster und das Gewitter und die Knurrochsen und auch der Donner und der Regen und, naja, die Dunkelheit und alles eben. Doch am meisten diese Monster, die wie Menschen aussehen. Ich hatte damit begonnen, Kräuter zu sammeln. Sie werden in einigen der Mixturen der Erze verwendet. Und dabei sah ich sie. Nun, ich habe sie zuerst gehört. Mit toten Augen, wütenden, stumpfsinnigen Wesen. Sie sind hinter mir hergerannt. Ich bin entkommen, aber auf keinen Fall wird ein gewöhnlicher, verständlicherweise ängstlicher Kräuterkundler wie ich dort wieder rausgehen. Ich muss aber sicherstellen, dass die Kräuter ausgeliefert werden. Also habe ich mir gedacht, wenn euch die schrecklichen Knurrochsen, die Monster mit Menschengesichtern und das Gewitter und der Donner, die Dunkelheit und der Regen nichts ausgemacht haben, nun, vielleicht könntet ihr dann diese Kräuter für mich ausliefern? Bitte? Ich verstehe. Das macht ihr? Das ist wunderbar. Danke, die Sache ist nur, dass ich die Kräuter noch nicht gesammelt habe. Sie sind aber leicht zu finden. Sie wachsen in der Nähe von Bäumen und Tümpeln. Und nun, ich denke, dass die Knurrochsen sie fressen. Bringt die Kräuter zum Erdseher-Ritualisten Dai Jingzul. Er wird euch dafür bezahlen. Vielen Dank. Also nicht nur, dass er sie nicht bringt, er hat sie noch nicht gesammelt, er macht also auf euch gesagt gar nichts. Von morgens bis abends nur immer RTL gucken. Wunderbar. So, da haben wir doch jetzt mal ein paar Aufgaben, würde ich sagen. Ne? Gucken wir doch mal, und zwar fangen wir an mit, oh Gott, besiegt die verderbten Soldaten der Han. Das sind ja die Wiedergänger, sind eigentlich nicht die der verderbten Soldaten. Gehen wir mal. Ach, da sind die verderbten Soldaten. Gut. 10 Stück an der Zahl ist auch wieder eine Fleißaufgabe. Was kriegen wir dafür? Versiegelte schwere Stahlstulpen. Das heißt, wir machen unser Inventar wieder voll mit Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber na gut, was soll's. So. Badum. Ich sehe gerade, da hinten war gerade ein Mitspieler gewesen. Der mit dem Maschinengewehr. Oh, hier haben wir noch was. Ein Bällchen. Nehmen wir doch gerne. Müssen wir die Knurrochsen auch besiegen? Können wir mal besiegen, mal gucken, ob wir weiterkommen. Oh, ich fliege. Hat uns aber, glaube ich, nicht weitergebracht. Versiegelte, schwere Stahltulpen. Und über den Wiedergänger, den brauchen wir ja nicht zu besiegen hier, aber ist egal. Das brachte uns diesmal nicht weiter. Aber vielleicht finden wir ja irgendwo die Wildkräuter. Leuchtet es denn irgendwo? Leuchten tut's nirgendwo. Wo sind das hier, die Wildkräuter? Einen müssen wir nicht. Komm her. So. Bums, bums. Und wieder ein Heiltrank. Ist nie verkehrt. Ja, diese Kräuter, da bin ich noch so ein bisschen gerade am... Ah, ich sehe die Kräuter hier, gleich mit den Knurrochsen. Achso, darum muss man den Knurrochsen wahrscheinlich besiegen. Aha, sonst kriegt man die Heilkräuter nicht. Hier drüben war doch schon Knurrochse, aber kein Heilkräuter gewesen an dir, oder? Das ist nicht, das ist nicht meins. Also mit den Pistolen, die der da hat, ist das ja auch klasse, oder? Hat zwar irgendwie... sieht doch ein bisschen anders aus. Danke. Wir sagen, ein sie bräuchte noch. Ein bisschen COD bei Blade & Soul. Ah, da hinten leuchtet's. Aha! Da ist nochmal der gleiche Knurrochse. Ah, Knurrochse ist da, aber Kraut ist noch nicht da. Aha.
Gut, langsam verstehe ich's. Jetzt brauche ich gerade keinen weiteren Soldaten mehr hier. Auch wenn es einen Heiltrank nach dem anderen gibt. So, ich brauche ein paar Kräuter. Kräuter? Kräuter? Hallo Kräuter? 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 Ey, du klaust mir jetzt einen Kräuter. Mach doch mal eine andere Aufgabe, nicht dieselbe, die ich habe. Mein Freund. Mein Freund, der Moschusochs hier da. Sag mal, lässt du mich mal bitte erstmal gefälligst hier meine Kräuter sammeln, ja? Wäre das möglich? Auch wenn ich einen Heiltrank nach dem anderen hier bei dir wieder bekomme. Ochse wieder mal mit Kräuter sammeln. Danke. So langsam wird er doch hier. Hat er nur wieder. Also, hätte ich vorher wusste ja, wie viel mich von diesen Soldaten hier parallel nerven. Hätte man erst ja nicht darauf abzielen brauchen. Und wieder ein paar Kräuter bitte, lieber Moschusochse. Bei den Heiltränken, die wir hier alle haben, können wir ruhig mal eingenehmigen, gell? So, einen brauchen wir noch. Ein Moschusochsen. So, und da ist er. Und einmal Wildkräuter. Einmal Wildkräuter gesammelt haben wir. Dann haben wir noch die ganzen verderbten Soldaten eliminiert. So. Dann brauchen wir jetzt noch auf der anderen Seite. So einen langen Weg Läufen Sie doch mal einen langen Weg. So, wir müssen hier diese komische... Da müssen wir lang. Diese komische Eiche hier machen. Wir müssen nochmals unter Holz, fällt mir gerade auf. Eiche, was müssen wir hier machen? Zollt euren Respekt den Dorfschrein, entzündet den Altar. Nein, wo ist denn die Eiche gewesen? Doch, zollt euren Respekt am Dorfschrein. Nee, das ist eine Kerze. Das scheint der Dorfschrein zu sein hier. Wie sollen wir hier unseren Respekt zollen? Hallo? Wand an Tapete? Ach da! Dachte, der hier, der sieht so schön groß aus. Nein, das ist der kleine hier. Mit einem Kessel buntes. Rauch fast säubern. Das war mir klar gewesen, dass da wieder einer kommt hier. Ach nein, ein Schweinchen. Hatari. Die Verdammtheit, die an diesem Ort nagt, hat mich geschwächt. Der mächtige Erdgott wurde auf die Gestalt eines Schweins reduziert. Hui. Kommt ihr, um Vergebung für das zu ersuchen, was ihr Menschen der Welt angetan habt? Ich vergebe nicht. Hui. So einfach. Doch eure Art kann sich selbst erlösen, indem sie die Schäden beschiebt. Beginnt damit, den Eichbaum hier zu heilen. Verbannt diese verderbten Donnerschlaggeister und bringt ihre Siegel an den Baumwurzel an. Hiertdurch wird die Verderbtheit versiegelt und diese mächtige Eiche wiederhergestellt. Was soll ich tun? Ihr erklärt das immer so wunderbar. Sammelt die Donnerschlagsiegel. Ich bin schon wieder an hier mit den Dingern hier. Achso, die müssen wir... Okay. Das kann man also beide in einem Atem. So. Die Folge wird anscheinend etwas länger. Weil ich will ja auch noch hinten bei dem Verlies das machen. Nein, da ist keins mehr. Und ich krieg mal eins nach dem anderen. Und dann Inventar wird wieder abgefordert.
So. Machen wir gleich weiter. Erstmal müssen wir im Verlies hier auch noch was auch immer machen. Eine Weile lang durch die Hallen laufen hier. Vielleicht haben wir hier von diesen Donnerschlagdingern, haben wir ja vorhin auch so viele gehabt. Vielleicht haben wir hier noch ein paar. Vielleicht zählen die also auch mit dazu. Viele vielleicht zählen. Dann haben wir 5. Die zählen natürlich nicht dazu, war klar. Die haben nicht so viel gewesen, um wahr zu sein. Hallo? Also, ich geh einmal quer durch den Feind durch hier. Hier war doch eben noch so ein... So eine Seele... Seele da, Seele nicht da. Was war denn du? Ah, Bums. War das jetzt gut oder war es nicht gut? Okay, oh, sieht auch hübsch aus hier. Manchmal kommen sie raus, manchmal kommen sie nicht raus. Aha. Sehr gut. Komm mal her. So. Flammendes Schwert. Also, ich spiele nur weniger. Na, komm mal her. Radabums, Radabums. Altar der Baimu. An diesem Altar vollzieht die Schamanin Baimu Rituale. Kommt da eine mehr hierher? Vater Busch? Was war das? Der leuchtende Schauspieler. Okay. Das war dieses. Ich hab so ein Gefühl, weil der Dungeon hier auch ein bisschen größer ist, dass ich hier da einen Tipp nochmal rein muss. Wir werden mal weggehen. Dann gucken wir, ob wir mal schnell hier rauskommen. Weil wir haben ja eine Stadt von Jensen. Davon, wenn wir die alle schlagen und besiegen. Wie wäre das schön, wenn das mal schneller, nicht schneller, sondern wenn wir länger hier unser Mana hätten. Wenn wir länger unser Mana hätten, damit wir länger schnell laufen können. Ist manchmal recht mühselig. Oder das Mount, aber das Thema hatten wir ja schon mal. So, jetzt wollen wir noch ein paar Donnergeister hier erledigen. Damit wir der Eiche den Respekt zollen können. Und dann hätten wir eigentlich auch alle Aufgaben von der Einsiedelei erledigt. Na? Was sagen? Reagier mal, mein Freund. So. Jetzt sollen wir noch die Eiche reparieren. Wie auch immer wir das machen sollen. Hier oben? Ach nee, da hinten. Ach, wo haben wir denn? Erstmal den Bäume hier zerlegen. Ach, hier am Baum müssen wir die Eiche reparieren. Heilige Eiche heilen. Oh, sehr schön. Ein kurzes Violett und schon ist er heiler. Dafür gibt's was. Schon wieder so eine komische Trommel. Donnertrommel hier. Noch eine Aufgabe hier. Schon wieder von dem Schweinchen. Quiek. Wir müssen nochmal in den Kessel. Nochmal Kesselbundes. Und da kommt noch mal das Schweinchen. Die heilige Eiche pulsiert wieder vor Lebenskraft. Solch ein großartiger Baum wird in hohem Maß beim Wiederaufbau des Landes helfen. Das Wissen soll eure Belohnung sein, Krieger. Fragt den Erdgott, was ihr wollt. Quick. Wo ist Jing Soyun? Jing Soyun, die Trägerin der Dämmerschneide, die Schlechterin der Wächter. Sie steht weit über euch, Sterblicher. Sucht nicht so leichtfertig nach dem Tod. Quick. Ihr habt eine größere Rolle bei den Ereignissen dieser Welt zu spielen. Darüber hinaus müsst ihr mir bei helfen, dieses Land wieder aufzubauen. Ich werde Quick einen so effektiven Krieger nicht verstoßen.
Heilt euren Körper und euren Geist und sucht dann nach der Missetäterin Jing Song-Yu. Solange ihr nicht ein Ganzes seid, seid ihr ein Tropfen Wasser auf dem Stein des Infernos. Und dafür gibt's Glückselixier. Regeneriert 20.000 Lebenspunkte. Gut. So. Das heißt, wir haben eine ganze Menge jetzt geschafft. Dann würde ich sagen, als nächstes... sagen wir so, wir haben die Aufgaben erledigt und werden sie alle gleich abgeben nachher. Oder gleich, oder hier. Wir können ja schon mal hinlaufen. Oh, das wird etwas länger, wie gesagt. Gut, geben wir die Quests noch ab. Es hilft ja alles nichts. So, wollen wir wieder mal rein hier. Zur Einsiedelei. Zu unserer Novizin. Hm? Jene zu ehren, die vor uns waren, ist eine Möglichkeit, wie die Erzieher das Land befreien. Wenn die Toten keinen Frieden finden können, leiden die Lebenden darunter. Diese eine ist dankbar für die Hilfe des Kriegers. Vielleicht kann der Krieger weiteren Geistern helfen, Frieden zu finden. Dafür bekommen wir Material für die Aufwertung. Sehr schön. So, gut. Jetzt sind wir aber nun mal hier. Von hier aus werden wir die weiteren Sachen starten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!